Mitstreiter, ich grüße euch alle. Wir haben als Journalisten ja auch unser Päcklein zu tragen. Es gibt nicht mehr sehr viele, die wirklich noch frei berichten können. Ich habe selber das schon erlebt, wie das einem gehen kann. Und wir haben vorhin von dem Fall von Gustl Mollat gesprochen, der ja ein sehr schweres Schicksal hatte. Und der war kein Journalist, der hat aber etwas aufgedeckt. Und er sitzt seit 7 Jahren in der Psychiatrie. Und unsere volle Solidarität gilt diesem Mann, denn der hat einen Stein ins Rollen gebracht. Der war vielleicht einer der ersten der Whistleblowers. Und der ist sogar ein Deutscher. Ich selber, ich habe 1994 als Undercover-Journalist in der Finanzbranche ermittelt. Und das ging unter anderem gegen Leute wie Maschmeyer, wie Schröder, gegen die Saal-Oppenheim-Bank. Und ich habe das zur Anzeige gebracht und ich hatte plötzlich 7 Monate und 21 Tage lang einen Haftbefehl vor mir, wo noch nicht mal ein Tatvorwurf enthalten war. Das hat dann am Ende das Oberlandesgericht Köln festgestellt und hat mich dann rausgelassen. Aber sowas geht sehr schnell, will ich nur sagen. Wir haben alle als Journalisten das ständig vor Augen. Wenn wir wirklich mal tiefer graben, als das gewünscht ist, dann hängt vielleicht doch das persönliche Schicksal und nicht nur die Karriere dran. Natürlich bedeutet es auch einen Karriereknick, wenn man nicht bei Springer arbeiten kann. Aber bei Springer muss man ja bald auch nicht mehr arbeiten, weil Springer ja alles verkauft. Wir brauchen Springer nicht enteignen. Die Forderung von vor 40 Jahren hat sich damit aber nicht erledigt. Sondern wir haben auch heute natürlich eine Konzernwelt und eine Lobbykratie in diesem Land, die alles kontrolliert. Und wir müssen nicht so weit gehen bis in die USA. Ich sage auch immer, wir sind nicht anti-amerikanisch. Ich habe viele amerikanische Freunde. Und wir müssen auch ihnen Solidarität gewähren, denn das Volk in Amerika, die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika, ist Opfer und nicht Täter. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass wir in Deutschland, bei uns heißt es ja nicht NSA, bei uns heißt es Verfassungsschutz oder BND, aber der Verfassungsschutz hat offensichtlich nicht die Verfassung, unser Grundgesetz geschützt, sonst hieß er vielleicht Grundgesetzschutz. Eine Bürgerrechtsgruppe, die ich mal mitgegründet habe übrigens. Aber dieser Grundgesetzschutz, der findet in diesem Land offensichtlich nicht statt. Stattdessen heißt es NSU-Schutz oder kurz NS. Und das ist doch die Wahrheit. Die laufen durch das Land und erschießen die Leute. Das ist selbst in den USA, glaube ich, noch nicht in dieser Form so vorgekommen, massenhaft, wie das wieder bei uns passiert ist. Also wir können uns auch nur an der eigenen Nase fassen, wenn wir sagen, die Amerikaner sollen aufstehen und ihre Regierung zur Vernunft bringen, dann müssen wir das hier auch tun. Und deshalb stehen wir in Solidarität mit diesen Völkern in Amerika und auch, wir haben vorhin gesagt, in Venezuela wurde das gesagt, auch da gebührt die Solidarität mit dem Volk und dem revolutionären Prozess, den Chavez angestoßen hat. Und bei vielen Kritikpunkten, die man vielleicht an einigen Dingen in Venezuela haben kann, ich bin selbst sehr viel dort gewesen, ich habe auch Präsident Chavez vor genau einem Jahr noch einmal gesprochen, ich habe ihn vor 10 Jahren interviewt, vor 12 Jahren interviewt, ich wurde mal mit ihm verhaftet, wir haben einen Film darüber gedreht, es war eine Riesenkatastrophe damals, die Revolution drohte zu scheitern. Aber Pressefreiheit, das kann ich euch sagen, das gibt es in Venezuela. Und das war etwas, was es in Mexiko zum Beispiel nicht gab, zum gleichen Zeitpunkt, als Amnesty International Venezuela kritisiert hat und kein Wort über das Televisa-Gesetz in Mexiko verloren hat und das kritisiert hat. Im Übrigen sind manche Nichtregierungsorganisationen auch bedenklich still, wenn es darum geht, Deutschland zu kritisieren, wo ich keine Pressefreiheit sehe. Es ist hier alles in 5 großen Händen, ob sie Gruner und Jahr, Burda, Springer oder Bertelsmann heißen. Das ist die neue soziale Marktwirtschaft und das ist eine Strategie, das Volk zu verdummen, damit keine Fragen mehr gestellt werden, auch nicht von uns Journalisten. Ich war vor 1,5 Jahren, hatte ich mal wieder ein Déjà-vu-Erlebnis. Das war 25 Jahre nach Tschernobyl. Da ging es in Fukushima rund. Da bin ich hingefahren als Journalist und war dann in der Zone, die man eigentlich nicht betreten darf. Ich hatte hinterher 30 japanische Polizisten um mich rumstehen, die mich fragten, wie ich da reingekommen bin. Aber ich habe halt da Bilder gemacht und mitgebracht. Ich wollte hier gesendet bekommen in Deutschland, das ging nicht. Man wollte das nicht, man ist zwar anti-Atom, aber bitteschön nicht so radikal, wie die Bilder, die ich mitgebracht habe, das gezeigt haben. Also auch da muss man sagen, freie Presse, so einfach ist es nicht. Wir haben natürlich auf YouTube den Film hochgeladen. Es ging da über
auch um die Hibakscha. Das sind die Überlebenden von Strahlenexplosionen. Das sind die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Und meine erste Frage war doch nach Fukushima: Wie kann es sein, dass ein Land, das eine derartige schreckliche Geschichte erleben musste mit Atombomben abwürfen, wie kann es sein, dass dieses Land 54 Reaktoren dort stehen hat, wo man nicht weiß, wann sie hochgehen, weil sie nämlich auf dem asiatischen Feuergraben stehen. Das ist ja nun nicht gerade die sicherste Gegend. Und dann habe ich diese alten Überlebenden gesprochen. Dr. Shuntaro Hida war Militärarzt in Hiroshima 1945 am 6. August und ist heute einer der bekanntesten Friedensaktivisten in Japan. Und er sagte, die Amerikaner haben uns gesagt, ihr braucht Atomreaktoren. Die haben sich quasi entschuldigt nach 1945, haben gesagt, die Technologie ist nicht böse, es war nur die Bombe und das tut uns leid, aber die zugrunde liegende Technologie könnt ihr doch nehmen und dann habt ihr wenigstens Wohlstand. Das war die Propagandamaschine, die die Amerikaner dort eingesetzt haben, und bei uns haben sie eine ähnliche Propagandamaschine im Westen der Republik auch abgezogen, dass wir am Ende alle nur noch an Kapitalismus glauben können. Und das ist doch letztlich die Wahrheit. Wir stehen doch hier letztlich auch in der Frage des Systems. Das zweite Déjà-vu, was ich nach 1989 dann hatte, war ein Déjà-vu, das hat mit Normannenstraße zu tun. Und ich denke, wir haben damals, ich war damals mit dabei als junger Journalist und habe das mitgefilmt und ich glaube, ich habe auch mitgestürmt, ich wollte es zumindest. Aber ich war zumindest in der Nähe und habe es gesehen. Und ich habe gedacht, was so los ist in diesem Land. Man könnte eigentlich mal wieder an sowas denken. Aber das darf ich nicht allzu laut sagen, sonst bin ich wieder auf einer Liste am Ende und bin dann terrorverdächtig. Und kriege wahrscheinlich eine Finanzaffäre um die Ohren geschlagen. So. Eins möchte ich noch zum Abschluss sagen. Wir können natürlich immer kritisieren, dass die Amerikaner, dass die Briten, auf denen sollte unsere Solidarität gehören, auch allen anderen europäischen Völkern, die auch betroffen sind. Wir sollten nie vergessen, wir haben als Deutsche noch nicht die volle Souveränität über unseren Staat. Wir haben keinen Friedensvertrag. Und das war, wahrscheinlich war es, habe ich neulich in der Süddeutschen Zeitung von einem klugen Mann gelesen, wahrscheinlich war es die Angst der Franzosen und Engländer vor uns. Die ist zwar auch begründet nach zwei Weltkriegen, aber ich muss sagen, wir sind nicht mehr die Deutschen vom 19. und 20. Jahrhundert, wir sind die Deutschen des 21. Jahrhunderts. Wir stehen gegen Rassismus, wir stehen für Solidarität und für Frieden. Und dafür stehen wir heute hier und wir sind demokratisch, sonst würden wir hier nicht stehen. Ein letztes dazu, zur Souveränität. Ich habe als Bonn-Korrespondent damals Helmut Kohl, kurz nachdem er die 10 Punkte abgegeben hat, die Erklärung abgegeben hat, den Fahrplan zur deutschen Niedervereinigung, habe ich immer gesagt. Deshalb war ich auch erstmal gegen diese Niedervereinigung, weil ich das als ungleich gesehen habe, wie man da zusammenkommt. Ich hatte mir damals eigentlich gehofft, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Ost und West, der aber nicht heißt, dass der eine den anderen übernimmt, wie eine feindliche Übernahme im Kapitalismus, sondern ich habe damals davon geträumt, dass wir demokratische Reformen auch im Westen und nicht nur in der DDR umgesetzt hätten, und das ist leider nichts geworden. Aber ich habe dann Helmut Kohl mal gefragt in einer Pressekonferenz, wann gibt es denn dann den Friedensvertrag? Und da hat er gesagt, und danach sogar Genscher auch nochmal, nein, das ist geregelt mit dem 2+4-Vertrag. Die Wahrheit ist, und deshalb stehen wir heute hier, es ist überhaupt nicht geregelt, das NATO-Truppenstatut erlaubt den Amerikanern genau das zu tun, was sie tun. Und noch ganz kurz zurück zu Japan wieder. Ein anderer alter Herr, Toyonaga Kaisaburo, hat ebenfalls die Atombombe von Hiroshima gesehen und hat sie zum Glück überlebt. Der sagte mir, er ist inzwischen ebenfalls gegen Atomenergie nach Fukushima und hat sich solidarisiert mit den Opfern aus Fukushima. Das war ein Riesenschritt für ihn. Er musste sein ganzes Leben in Frage stellen plötzlich. Aber er sagte, ich muss doch meiner Regierung helfen, denn meine Regierung ist zu schwach gegen die Konzerne. Die kommen nicht gern gegen Toshiba und Canon, die kommen nicht an gegen die Banken. Wir müssen als Bürgerinnen und Bürger unserer Regierung helfen, damit die das schafft, damit sie aussteigt aus der Atomenergie. Und für uns gilt das Gleiche. Wir müssen unserer Regierung helfen, dass sie es schafft, dass sie stark wird, dass sie einen Friedensvertrag
für Deutschland aushandelt mit allen Mächten. Denn Herr Gorbatschow hat damals gesagt, er war bereit, das zu tun. Die Westmächte wollten es nicht. Wir müssen Frieden haben, dann können wir alles regeln mit allen Völkern der Welt. Und dann kann man überlegen, ob man selber sich beobachtet, was wir ja schon mit Facebook alles tun. Ich möchte nicht zu negativ klingen, aber es gibt ja auch eine Bundeskanzlerin, für die das alles Neuland ist. Und ich sage, willkommen im Neuland. Für mich war das auch am Anfang Neuland. Und als ich mal in Washington einen General vor mir hatte, General Myers hieß der, der war ein ganz scharfer Hund mal im Irakkrieg. Und das war vor 20 Jahren in etwa, dass ich den interviewen konnte. Da war er noch nicht General, aber er war ein sehr hoher Militär. Und da hat er gesagt, eines Tages wird alle Informationen freigegeben werden. Und alles wird verfügbar sein. Ich sage, das wäre eine wunderbare Vision. Da finde ich ja endlich alles. Er sagt, nein, dann findest du gar nichts mehr. Aber wir kennen deine DNA. Frau Merkel sollte sich mal mit General Myers unterhalten, dann wäre das nicht mehr Neuland für sie. Ich danke euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend hier. Geht nicht weg, es kommt noch gute Musik und gutes Kabarett, weiß ich. Volle Solidarität. Danke.